Und da liegt zufällig eine Gabel jetzt um und um. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Vielleicht kannst du uns das auch noch kurz erklären. Da unten. Die ist halt nicht drauf. Achso, die ist gar nicht drauf? Ich nehme ihn noch, die gebe ich dann auf. Zum Einstellen. Nein, dann haben wir eine andere Einstellung. So passt gut. Ja, das soll ich machen. So sieht man es. So ist gut. Ja, dann ich mach den Schmäh noch einmal, okay? Du bist dieser Bernhard, gell? Ja. Herzlich willkommen, liebe Motorradmagazin-Fans, an diesem wunderschönen Sommertag. Ich glaube, ein bisschen zu viel Sonne haben wir jetzt schon bald abbekommen, aber wir Motorradfahrer dürfen nicht jammern, wir leben ja vom guten Wetter. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das wirklich schnell macht, und das ist nicht die Leistung, sondern das Fahrwerk. Und ein Fahrwerkexperte steht neben mir, der Bernie Haslacher von Haslacher Suspension aus Thalgau. Servus Bernhard. Hallo, grüß dich. Dein Vater hat mir schon geholfen, schneller zu werden. Damals im, damals, es sind jetzt glaube ich 8 Jahre oder so, G6R Cup, Hungaroring, er hat an der Gabel was justiert und ich war so schnell wie noch nie. Mein absoluter Rekord, auch nie wieder irgendwo in die Nähe gekommen, durch ein paar Handgriffe. Wenn man jetzt ein Serienmotorrad bekommt, in was für einem Zustand, kann man sagen, ist das Fahrwerk dann? Es ist natürlich von den Herstellern ein bisschen verschieden, aber es ist meistens so circa auf 80, 85 Kilo eingestellt. Tourenmotorräder ist oft auch vom Gewicht her Koffer, so circa 10, 20 Kilo dazugerechnet. Was jetzt sehr viel Unterschied macht, ist dann, wie groß ist der Fahrer. Auch Armlänge und Fußlänge, also man sollte doch das Motorrad vorher testen, sollte das fahren, wie man jetzt rein mit der Bewegungsfreiheit mit dem Motorrad zusammenkommt, das ist ja eine Gefühlssache, das Ganze. Die Abstimmung selber lässt sich dann eigentlich bei jedem Motorrad individuell auf den Fahrer abstimmen dann. In erster Linie geht es einmal rein um die Lenkerposition, um die Fußposition, wie es jetzt einfach drauf sitzt und einfach einmal fahren, taugt man das Motorrad oder nicht. Das nächste ist dann, dass man das Motorrad einmal ein paar tausend Kilometer fahren soll im Originalzustand, dass das ganze Fahrwerk immer eingelaufen ist, dass man auch das Ganze auf der Hausstrecke auch ins Gefühl kriegt, wie das funktioniert oder nicht. Sehr oft ist es ja so, dass man, wenn man jetzt auf ein anderes Motorrad, auf einen anderen Hersteller umsteigt, dass es ungewohnt ist und dass man am Anfang das Gefühl hat, okay, das ist gar nicht meins und das mag ich nicht. Ist aber dann so, wenn man es dann eine Zeit fährt, okay, das ist anders, aber eigentlich unterm Strich relativ gut. Es gibt auch mittlerweile sehr viele Hersteller, die was mit den originalen Dämpfer, also Werk drinnen sind, die Abstimmung wirklich sehr gut ist. Man hat halt dann die Abstimmung aufs Gewicht, fährt man jetzt mehr Touren, fährt man mehr Sport damit, wie schwer ist man, vor allem mit Sozios, wie viel Gepäck habe ich dabei. Das ist dann die eigentliche Abstimmung, die was man aber dann erst machen soll, wenn man das Motorrad schon ein paar tausend Kilometer gefahren hat. Jetzt habe ich schon am Vormittag, glaube ich, 5-mal die Frage gehört am Telefon und so, wie schwer bist du? Das ist die erste Frage anscheinend, die du stellst. Ist das wirklich so wichtig? Genau. Es ist aber auch so, dass der Fahrtyp, also wie ich fahre mit dem. Also erstens einmal, es macht einen Unterschied, ob ich sehr viele Passstraßen fahre oder ob ich eher, ich meine, Autobahn ist natürlich keine Motorradstrecke, aber eher langgezogene Kurven fahre. Das macht auch einen Einfluss auf die Feder, beziehungsweise also von der Gewichtsabstimmung. Es gibt dann verschiedene Auslegungsvarianten. Es gibt die linearen Auslegungen von den Federn, es gibt die progressiven Auslegungen. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beraten ist, ist einmal die erste Frage natürlich, welches Motorrad, wie schwer ist der Fahrer, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist dann natürlich, wo wird gefahren damit. Und das ist, je genauer wir das von dem Kunden wissen, umso besser kann man dann die Abstimmung machen. Es ändert eigentlich nicht viel am Preis. Es ist dann für uns die Frage, welche Bauart von Feder, welche Härte von Feder wir nehmen. Und da dazu, wenn man dann, kommt dann auf den Dämpfer drauf an, wenn die Feder jetzt sehr stark abweicht von der originalen Feder, sollte dann auch die Dämpfung
angepasst werden, damit das Ganze wieder homogen arbeitet und richtig hinten und vorne gleich arbeitet. Jetzt hast du gesagt, man sollte ein paar tausend Kilometer fahren. Das ist schon mal fast eine Saison bei den meisten, schätze ich. Was sich gut trifft, weil den können sie es im Winter zu dir stellen. Aber wie finde ich das raus? Wie kann man das einem Durchschnittsfahrer, ist nicht abwertend gemeint, zutrauen, dass er herausfindet, es ist zu hart, es federt zu schnell aus, es ist zu zäh. Wie kannst du uns da helfen, dass wir das analysieren für uns? Ist gewisse Motorräder, weiß man, die sind original mit zu viel, mit zu wenig Dämpfung gebaut. Erfahrungswerte sind es. Sehr oft ist es aber auch, wenn der Kunde auf seiner Hausstrecke fährt, der weiß genau, bei dieser Kurve kann ich normal mit der Geschwindigkeit fahren, hat dann ein neues Motorrad und fährt in die Kurve rein und hat beim Ausgang, sind zum Beispiel in der Schräglage ein paar Bodenwellen drinnen. Und es ist, dass praktisch die Front, also das Vorderrad vom Motorrad, leicht nach außen drückt. Also ich kann nicht die gedachte Linie fahren. Kann es sein, dass man hinten zu weich ist, dass man hinten zu weit einsitzt. Ist dann natürlich wieder eine Gewichtssache vom Fahrer. Oder es ist wirklich von Haus aus, also ob original, etwas zu weich abgestimmt. Also auch, dass diese 80, 85 Kilo, von denen man normal ausgeht, eher Richtung 75 Kilo geht dann. Fahrtypisch aufs Motorrad gesehen. Wenn ein Fahrwerk zu hart ist, natürlich merkt man es, dass man die ganzen Bodenwellen alles praktisch auf dem Lenker in die Hände drinnen hat. Man merkt es auch jetzt gerade bei einem Tourenfahrer, wenn man jetzt 2, 3, 4, 5 Stunden am Stück fährt, dass man halt einfach die Räder vom Motorrad wieder runtergeht. Es ist eigentlich meistens, dass es zu hart ist, also dass die Abstimmung nicht optimal ist dann. Jetzt gibt es von bis Fahrwerke in den Serienfahrzeugen bereits bis zum semiaktiven, mehr oder weniger Superbike-Fahrwerke werden auch schon verbaut in den Top-Bikes. Aber grundsätzlich gehen wir mal von einem Durchschnittsfahrwerk aus. Was kann jetzt der Laie für sich selber für Anpassungen vornehmen? Also wenn man mal mit dem Gewicht ungefähr in einem gewissen Rahmen ist, dass man sagt, die Federn sind halbwegs in Ordnung, dann kann man mal anpassen die Federvorspannung. Wo man, wenn man jetzt natürlich jetzt, was weiß ich, 10 Kilo schwerer ist, dass man die Federvorspannung vorne und hinten leicht erhöht dann, dass man ein bisschen mehr Druck von der Feder hat. Die Federrate wird zwar nicht härter, aber das Niveau vom Motorrad ist wieder höher. Das Problem ist dann das, wenn die Federnhärte zu weich ist und die Vorspannung zu wenig ist und ich eigentlich beim normalen, also beim Durchhang, wenn ich drauf sitze, immer schon die Hälfte Federweg weg habe, wird es natürlich schwierig, wenn ich irgendwo anbremse oder bei einer Kurve rausbeschleunige, weil ich immer am Anschlag von dem Dämpfer bin. Also von einem Dämpfungsverhalten kann man da nicht mehr sprechen dann. Und dann kommen auch die Schwierigkeiten, dann kommen die Reifenschwierigkeiten, es kommen die Fahrwerksschwierigkeiten, dass man einfach die Spuren nicht mehr gehalten wird, dass man einfach ein Stoppeln hat beim Reifen, dass man bei normalen Kurven einfach wirklich nur mit Kraft fahren kann, was sich über den ganzen Tag halt nicht gut auswirkt dann. Was findet man da meistens für Schrauben vor an der Gabel? Das ist ja, also die Honda hier hat ja auch quasi ein spezielleres Fahrwerk schon. Es gibt, jeder Hersteller hat so seine eigenen Einstellungsvarianten. In dem Fall ist Big Piston Gabel von Schober. Es ist eine Split-Gabel, das heißt, die Gabel ist links und rechts verschieden aufgebaut, was aber dann natürlich durch die Achse und durch die Gabelbrücke wieder parallel zusammengeschraubt ist. In dem Fall haben wir auf der rechten Seite die Federvorspannung. Ich kann mit einem Schraubenzieher die Vorspannung praktisch erhöhen und nachlassen. Mit der Federvorspannung stelle ich den Negativ-Federweg ein. Wenn das Niveau vom Motorrad zu tief oder auch umgedreht und der Fahrer jetzt nur 50 Kilo hat und man ist eigentlich zu hart mit den Federn, dann kann ich zumindest die Federvorspannung weicher machen, dass ich den Negativ-Federweg praktisch erhöhe, dass das Motorrad ein bisschen tiefer reinsitzt und dadurch erreiche ich auch, dass das Ansprechen dann weicher ist von der Gabel. Also das ist einmal ganz das Erste. In dem Fall ist es die Federvorspannung an der Gabel, ist am rechten Gabelholm. Und beim Federbein haben wir hinten, unten, haben wir praktisch, da gibt es einen Schlüssel, was von Honda auch mitgeliefert wird. Man sieht auch da an den Rasten drinnen, auf welcher Raste ich bin. Wir sind jetzt auf Raste 3 von, normalerweise haben es 11 oder 12 Rasten. Mit dem, wie gesagt, stellt man den Negativ-Federweg ein. Wenn ich das Motorrad jetzt hinten nehme, jetzt sind wir eher auf der weichen Seite.
Das heißt, das ist der Wert, wo sie hinten das Motorrad, also was das Motorrad mit dem Eigengewicht einsenkt. Genau das gleiche ist bei der Gabel vorne. Wenn ich jetzt die Federvorspannung erhöhe, dann wird dieser Wert wird dann kleiner, weil die Feder mehr Druck macht auf den Dämpfer. Und dadurch ist auch das Ansprechen, also wenn ich mit drauf sitze, wo der Dämpfer weggeht, er wirkt dann härter, obwohl noch immer die gleiche Federrate drinnen ist. Federanpassung sollte aber, also eine Gewichtsanpassung, sollte aber mit härteren Federn gemacht werden, weil dieser Negativfederweg sollte ja normalerweise immer gleich bleiben. Das wäre gut. Wenn ich die Feder so weit vorspanne, dass ich mehr Druck auf der Feder habe und dadurch auch fast keinen Negativfederweg habe und ich auf einer schlechten Straße fahre, wird es halt eher schwierig zu fahren, weil das Federbein praktisch auch bei Bodenwellen ja einfedern muss, aber auch ausfedern muss. Und wenn zu wenig Negativfederweg da ist, habe ich natürlich das Problem, dass der Reifen nicht so schnell stimmt jetzt nicht, aber nicht so weit ausfedern kann. Das heißt, der Reifen beginnt dann über die Bodenwellen zum Drüberspringen dann. Darum zuerst einmal Federvorspannung einstellen, dass man mal in etwa in die Richtung kommt, aber wenn man zu weit vom Gewicht vom Originalstand weg ist, wirklich härtere Federn verwandeln. Du hast es jetzt tatsächlich im Stand getestet. Man sieht ja immer wieder solche Experten, die dann in der kalten Kuchel oder so stehen und überall drauf drücken. Mhm. Also man kann da schon was erspüren, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Du hast aber vorher dann off-camera gemeint, bei der Gabel ist das jetzt in dem Fall anders oder schwieriger oder nicht möglich? Es gibt verschiedene Gabelbauarten. Eine Eigenart von der Big Piston ist das, wenn man da jetzt ein oder zwei Umdrehungen dreht, man spürt es im Stand fast nicht. Das ist ganz minimal. Es ist eine Eigenart von der Gabel. Bei Cartridge-Gabeln ist auch das Floating-Geräusch, das Zischen von der Dämpfung drinnen. Da hört man es wirklich schön und man spürt das auch gut. Wie gesagt, bei der ist es ein bisschen bedingt, die braucht Geschwindigkeit, das heißt beim Fahren oder die Gabel, die arbeitet schneller. Zu schnell kannst du da fast gar nicht drücken, das heißt, das sind eher Erfahrungswerte, die man bei dieser Gabel hat, dass man weiß, okay, für Komfort bin ich eher da, für Sport bin ich eher da. Normal machen wir das so, wenn wir ein Motorrad bei uns umbauen, dass der Kunde, wenn er das wieder abholt, dass er, wenn die Zeit da ist, dass er mal eine Proberunde fährt, dass er wieder kommt dann und dass wir dann diese Einstellung, diese Grundeinstellung, die wir machen, dann nochmal optimieren auf dem Fahrrad. Mhm. Einmal fürs Erste, fürs Grobe und dann natürlich, wenn er dann wieder zu Hause ist und wieder auf seiner Hausstrecke fährt, wo er genau weiß, wie jetzt ein Fahrwerk funktionieren soll, kann man das dann über E-Mail oder über Telefon dann die Feineinstellungen nachjustieren, dass er uns dann sagt, okay, ich habe da und da ein bisschen ein Problem, es geht zu wenig in die Kurve oder ich habe da ein bisschen Chattering oder Springen drinnen, dann kann man einem das übers Telefon dann sagen, okay, bitte diese Schraube so drehen und diese Einstellung so abändern. Wenn ich jetzt selber was verpfuscht habe, was sehr wahrscheinlich ist, was kann ich machen, außer zu dir zu kommen? Wie kann ich dann wieder sozusagen alles auf Werk stellen? Was sollte ich dann machen? Alle Schrauben auf Anschlag und zurück die Klicks oder wie geht man da vor? Normalerweise ist es so, wenn wir noch nicht bei dem Fahrwerk gearbeitet haben, geben wir dann die originalen Werkswerte durch, also wirklich die Federvorspannung ganz rausdrehen in dem Fall und die gewissen Umdrehungen reindrehen, auch Druck- und Zugstoffe, Hydraulikeinstellungen sind immer von ganz zu aufgedreht, Federvorspannungen von offen zugedreht, das sind dann die Werkseinstellungen, wo man dann natürlich auch einfließen lässt die Erfahrungswerte, man sagt, die Gabel fährt ein bisschen mehr Druckstufe, macht Sinn. Sobald ein Fahrwerk bei uns da ist, wird jedes Fahrwerk kriegt eine eigene Seriennummer, wird nummeriert. Wir haben auch die ganzen Eingangswerte notiert, wie das Fahrwerk rausgeht, notiert. Das heißt, ihr kriegt dann diese Werte von uns, wie das Fahrwerk von uns rausgegangen ist. Und dann kann man auch wieder mit der Rückmeldung vom Fahrer das so weit wieder abstimmen, dass man wieder auf, von seinem Fahrgefühl wieder auf dem optimalen Fahrwerk ist, was er will. Dann. Aber alles, was bei uns da war, ist notiert. Und kann man dann natürlich den Kunden wieder geben, wie das gewesen ist. Beziehungsweise hat es ja auch auf der Rechnung stehen. Ist ja alles notiert. Ja. So, bei einer Gabel, die voll einstellbar ist, ist ja nicht nur die Vorspannung einstellbar, sondern auch Zug- und Druckstufe, die zwei Zauberwörter. Und zufälligerweise steht hier auch eine Gabel. Vielleicht kannst du uns das jetzt kurz demonstrieren. Die Gabel steht deshalb da, weil es einfach verschiedene Hersteller gibt und verschiedene Einstellmöglichkeiten gibt, also Bauarten von der Gabel gibt. In dem Fall bei der Big Piston
haben wir das so, dass wir also auf der rechten Seite praktisch nur die Federvorspannung einstellbar ist und links ist die Dämpfung zum Einstellen. Wir haben hier die Tension und die Kompression, also praktisch Kompression, sagt der Name, das ist der hydraulische Widerstand beim Einfedern und die Tension, die Zugstufe, ist der hydraulische Widerstand beim Ausfedern. Ausgehend von der Originaleinstellung vom Hersteller kann man natürlich dann auch auf die Fahreigenschaften, also wo man mit dem Motorrad fährt, und das auch abstimmen dann. Das heißt, wenn man jetzt eher schlechte Straßen fährt, macht es einen Sinn, dass man die Zugstufe etwas weiter öffnet, weil die Gabel dann schneller arbeiten kann. Wenn man zum Beispiel jetzt auf sehr schnelle Straßen fährt mit guten Anbremspunkten, also wirklich stark an der Bremse ist, wäre es gut, die Federverspannung leicht zu erhöhen und auch die Druckstufe weiter zu schließen. Beim Federbein, bei dem Motorrad jetzt, kann ich in dem Fall leider nur die Zugstufe einstellen. Das heißt, es ist auf der drüberen Seite, auf dem Unterteil, ist es eine Schraube drinnen, wo du gleichzeitig Druck und Zugstufe härter oder weicher machst. Das heißt, die Einstellung ist ca. zu 80% in der Zugstufe und 20% in der Druckstufe. Ist natürlich immer das Problem, dass ich, wenn ich jetzt zu schwer bin oder mehr Dämpfung brauche, dass ich weiter zudrehe. Ich bekomme dadurch mehr Druckstufe, das stimmt schon, aber auch mehr Zugstufe. Ich muss aufpassen, dass ich ja nicht zu weit zudrehe, weil einfach das Federbein bei Bodenwellen mit so viel Zugstufe nicht mehr rauskommt dann. Das heißt, das sind Bodenwellen und mit jeder Bodenwelle bin ich nur ein bisschen weiter drinnen und irgendwann habe ich Backing Down. Das heißt, ich stehe mit dem Federbein am Anschlagufer unten an und bekomme dann wirklich einen Schlag vom Hinterrad dann. Mhm. Gut sind da Federbeine, wo ich wirklich mit einem Ausgleichsbehälter die Druckstufe separat einstellen kann, weil da kann ich wirklich das Einfedern einstellen und auch die Zugstufe so weit wieder öffnen. Also ich kann mehr Druckstufe machen und kann die Zugstufe aber dann so weit öffnen, dass ich ein normales, neutrales Verhalten bekomme dann. Mhm. Federbeine sind meistens, bis auf die Öhlins DTX, die haben ein bisschen andere Einstellungen, aber die Einrohrdämpfer sind von den Einstellmöglichkeiten meistens gleich. Das heißt, am Federbeinunterteil die Zugstufe und sobald ein Ausgleichsbehälter ist, teilweise noch mit der Druckstufe in Low und High Speed, wo man dann praktisch zwei verschiedene Einstellbereiche hat. Gabeln sind sehr stark unterschiedlich. Es gibt Gabeln natürlich ohne Einstellungen, Gabeln nur mit Federvorspannungen. Es gibt Gabeln, die links und rechts gleich aufgebaut sind, beziehungsweise links mit Druckstufe, rechts mit Zugstufe dann. Das muss man dann im Detail anschauen. Im Vergleich zum Beispiel, das ist ja eine unsymmetrische Gabel, die links und rechts verschieden aufgebaut ist. Bei dieser Gabel zum Beispiel ist es so, das ist eine symmetrische Gabel, das heißt, die ist links und rechts gleich aufgebaut. Da habe ich bei einer Open-Cartridge-Gabel meistens unten die Druckstufe, also das Einfedern, der hydraulische Widerstand, und oben habe ich die Zugstufe, das Ausfedern und die Federverspannung oben. Wie gesagt, das sind wirklich, jeder Hersteller hat seine eigenen Bauformen. Es ist dann auch die Frage mit, also symmetrisch, unsymmetrisch, dann ist die Frage Open-Cartridge, Closed-Cartridge. Wie gesagt, besten einfach nachschauen beim entweder zum Fahrwerkspezialisten fahren, der kann das erklären, speziell von dem Motorrad, oder in die originalen Unterlagen nachschauen, wo genau beschrieben wird, was welche Einstellung ist und wie die Grundeinstellung ist von dem Motorrad. Wann empfiehlt es sich dann sozusagen, das Fahrwerk aufzubessern? Wann kommt wer ans Limit? Gibt es da einen Punkt, wo du sagen würdest, naja, dir empfehle ich jetzt eigentlich schon ein besseres Fahrwerk? Die meisten Fahrer spüren es eigentlich selber, wenn das Motorrad in gewisse Kurven, in gewisse Beschleunigungsphasen eigentlich überfordert ist. Beziehungsweise beim Tourenfahren, wenn einfach das Kurvenfahren nicht mehr optimal ist dann. Sehr viel ist dann natürlich auch die Wartung. Das heißt, wenn ein Fahrwerk von den Kilometerstand, es sollte ja circa alle 20.000, was auch von den Herstellern empfohlen ist, alle 20.000 Kilometer Gabelservice gemacht werden, beziehungsweise alle 40.000 ein Federbeinservice. Natürlich haben die Gabeln einen Verschleiß, einen Abrieb drinnen, der was dann rausgereinigt gehört. Also nur Öl rausleeren und neue Simringe und Öl rein
füllen wieder, ist eigentlich zu wenig, weil der Schmutz nicht rausgeht dann. Das heißt, das muss zerlegt werden, das muss rausgereinigt werden, das muss nachpoliert werden. Und dann in dem Fall wird natürlich auch die Feder hat einen Verschleiß, das wird dann nachgemessen, wird dann verglichen mit die Körpergewichte, mit die Fahreigenschaften, was jetzt der Kunde will und kann dann im Zuge eines Service dann Verbesserungsvorschläge mitgeben werden. Aber man sieht im Service, wenn alles gemessen wird, dann im Gespräch mit den Kunden, wenn er dann beanstaltet zum Beispiel, okay, wenn ich wir zu zweit drauf sitzen und er hat zum Beispiel keine hydraulische Federverspannung, also hinten immer zu tief ist, dann kann man ihm, wenn die originale Feder noch gemessen ist und die Federverspannung berechnet ist, empfehlen, dass man für seinen Fahrstil eventuell eine härtere Feder verbaut oder wenn er wirklich sehr, sehr sportlich unterwegs ist. Es gibt leider gewisse Federbeine, die, wenn sie heiß werden, einen sehr hohen Hitzeverlust haben, ein Hitzefading haben. Da kannst du natürlich dann härtere Federn verbauen, das Ganze mit einem guten Service, guten Öl servicieren. Ist aber das Problem, dass das Hitzefading im Gehäuse vom Federbein passiert und das eigentlich nicht besser wird. Das heißt, auch da gibt es einen Hinweis von uns, dass wenn man dieses Problem in den Griff bekommen möchte, sollte man eventuell tauschen. Da gibt es wirklich sehr preiswerte Varianten. Entscheiden tut dann natürlich der Kunde, aber der Kunde, so arbeiten halt wir, sollte auf jeden Fall informiert werden, was ein besseres Fahrwerk, was in Frage kommt und was mit normalen Mitteln zu machen ist. Mhm. Natürlich schon auch miteinander besprechen, wo man praktisch die Probleme bearbeiten kann. Mhm. Das ist natürlich eine ganz super Geschichte. Da kann man so die Erfahrungswerte kombinieren. Sehr gut. Ob das glaubt oder nicht, im Motorradmagazin stehen noch mehr Infos von Bernie Haslacher zum Thema Fahrwerk. Das ist nämlich unser Dauertester und drinnen steht noch Clemens Enduro-Maschine, wo das Gabelservice, glaube ich, gemacht wird. Also diese ganzen Infos noch im Motorradmagazin. Es würde uns trotzdem freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Schenkt uns beiden bitte einen Daumen hoch. Und Kommentar, wo würdet ihr 2000 Euro investieren? In den Motor, ins Fahrwerk oder 50-50? Das wäre interessant. Danke fürs Zuschauen. Die Traktoren greifen an und bis zum nächsten Mal.